Freitag, 20.15 Uhr ist es wieder soweit. In Azubi TV stellen wir Ihnen Ausbildungsberufe in der Hauptstadt vor. Diesmal sind wir wieder bei der BSR zu Gast. Und die zwei Berufe, die wir Ihnen diesmal vorstellen, sind für die Stadtreinigungsbetriebe recht ungewöhnlich. Dominik beispielsweise erlernt den Beruf Fachkraft im Gastgewerbe und ist auf eher ungewöhnliche Art und Weise zur BSR gekommen. Ich habe ein vorbereitendes Berufsjahr gemacht auf der Brillat Savarin. Und mein Berufsbegleiter hat mir empfohlen, mich bei der BSR zu bewerben, weil ich da meine Wochenenden frei habe, weil ich meine festen und geregelten Arbeitszeiten habe. Und so konnte ich meinen Sport weiterführen halt. 12 verschiedene Berufe bildet die Berliner Stadtreinigung aus. Vom klassischen Müllfahrer, der Industriekauffrau bis hin zum dualen Studium. Über 200 Auszubildende sind derzeit dabei. Auch und gerade für Jugendliche mit schwierigen Startchancen gibt es Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei der BSR. Ich glaube, wir haben im Moment das Thema, dass viele junge Menschen entweder ein falsches Bild von der Berufswelt haben oder gar kein Bild eben von der Berufswelt. Das versuchen wir zu ändern in Kooperationen, in Partnerschaften, in Gesprächen, in Austausch mit Schülern. Wir engagieren uns in Netzwerken, um dort eben auch den Schülern, teilweise auch noch den Kindern, die Berufswelt nahezubringen. Unsere Berufsbilder natürlich auch. Mehr zu Dominik, der im Gastgewerbe lernt, und zu Sophia Luise, die den Beruf der Industriekauffrau lernt, sehen Sie übrigens Freitagabend 20.15 Uhr in Azubi TV, hier auf TV Berlin.